Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde gegen Mr. West. So, er hatte mich darauf hingewiesen, dass ich doch ein bisschen Rauschen bei mir drin habe. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Einstellungen rumgefummelt und ich hoffe, das ist jetzt alles besser geworden. Aber wir schauen einfach mal rein und gucken, was er so gemacht hat. So, unsere Artillerie war ja fertig geworden, die Upgrades sind durch. Ich meine, die englische Artillerie hat auch jetzt Artilleriestufe 1. Und wir müssen mal schauen. So, da zieht er voran. Und ja. Ah, Jerusalem ist besetzt worden. So, ja, wir müssen da uns jetzt komplett aus den Stellungen zurückziehen. Und mal schauen, ob man da irgendwo glaube, da brauche ich noch ein paar mehr Einheiten, irgendwie Engländer oder mal schauen. Ah. Na, schafft er doch nicht. Schade. So. Da wird. Ah, 2 zu 1. Ist okay. Ah, ein 4 zu. Eins, das ist natürlich bitter. Und da ist es der nächste. Ja, noch nicht ganz tot. Ja, zieh dich zurück, das ist gut. Oh, er rückt auch langsam wieder nach vorne. Aber alles, was wir da binden, ist gut, so. So, da. Eskorten fliegen. 2 zu 1. Ja, machen auf jeden Fall einen Schaden. Er zieht sich zurück. Das ist doch mal was Gutes. Das heißt, wenn wir die Ortschaft befreien, kriegen wir wieder Moral dazu, glaube ich. Ah, und da kommt noch eine Einheit dazu. Das ist doch schön. Und dann ist die Wiederholung fertig. Also, so, eine Abteilung wurde zerstört und das Korps wurde zerstört. So, ja, der Kriegseintritt schwächt nicht nur die Moral von Serbien, sondern auch meine. So, aber ein Herr Premierminister, das Arabienbüro des Außenministers informiert uns darüber, dass das Großschiff Hussein und der Emir von Mekka sich schriftlich an Sir Henry McMahon von Hochkommissar von Ägypten gewandt hat, um ein Bündnis zu orientieren. Der Scharif sicherte uns, gegen Osmanien zu erheben, wenn wir im Gegenzug finanzielle und Unterstützung zu machen. Okay, Information. Front gegen Osmanien, das ist doch. Definitiv möchte ich das haben. So. Der Oberrang von Akaba. Moral soll uns ab zum Tiefpunkt gelangt. Damit die Situation nicht weiter verschlechtert, wäre es ratsam, einen Teil des Militärausgaben in zivile Wirtschaft zu transferieren. Ja, ist okay.
So, wir kriegen ein U-Boot. Zwar gucken wir gleich mal. Ein Chor. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir die hier mal hier nach Ägypten kriegen. Um einfach mal ihn werde ich auf jeden Fall erstmal upgraden. So, ein 1 zu 3. Ein 1 zu 4, das ist natürlich sehr gut. So, du gehst mal nach da, du gehst nach da, du gehst rutscht hier hin. Dann rutscht du da raus. Gehst da in deine Verschanzung rein und du kannst hier hochgehen und so nach. Jetzt haben wir eine ganze Menge hin und her verschanzt. Aber du verschanzt dich hier schön mal in Hafia. Und wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo hier den Hafen auch kriegen. So, ansonsten. Kannst du mal hier hingehen? Du schiebst mal nach da, dann müsste die Versorgung jetzt nächste Runde wieder eigentlich gut sein. So. Ah, schade. Da kann ich da zurück. Das ist doof. Aber er könnte nach da und meine Versorgung ist dann immer noch auf 5. Ne, du. Ob jemand verbessern? Ne, kann ich nicht. Aber eine 6er Versorgung. Passt das eigentlich da? Ganz gut. So, okay. Er ist kaputt. Hier ist wieder eine Einheit weniger. Osmanische Reich ist auf 71%. Dann gehen wir mal hier hoch. So, wir wollen mal hier hinziehen. Du ziehst nach dort. Mit dir. Dich werde ich reparieren. Und dann müsste eigentlich die Versorgung hier. Oh. Ist ganz gut. Du verschanzt dich hier. Und dann stehen wir da. So. Die wird abgegradet. Du bist schon auf Stufe 1. Ja, das heißt, wieder ein Ort befreit. Das heißt für uns eigentlich, dass es wieder ein bisschen bergauf geht. So. Schanzung von 3 haben die alle. Du ziehst dich mal hier zurück. Versorgung von 3, das ist natürlich erstmal bitter für ihn. So, du ziehst dich zurück. Du müsstest eigentlich, nein, stimmt, du bist nicht verschanzt. Du verschanzt dich aber. Du kriegst ein Upgrade.
auf Stufe 1. Vergiss nach Smolensk. Du hältst mal den Ort. So. Hier steht ja eigentlich ganz gut da. Das ist mal ein U-Boot. Da kann man noch ein bisschen scouten. ...136 habe ich. Und ich bräuchte eigentlich neue Einheiten, wenigstens noch ein neues Korps mit Waffen 1. Kostet mich 142. Na, schauen wir mal. Machen wir gleich. Wir gucken uns erstmal die Westfront an. Mal schauen, wie es hier läuft. So, wir haben ein Jagdflugzeug und ein Aufklärungsbomber. Wo haben wir denn hier schöne Fahne? Eins zu zwei. Und dann schießen wir mal auf die aufgeklärte Position. Haben wir schon mal ein 2 zu 2. So. Er hat nur eine Verschanzung von 2. Er hat eine Verschanzung von 3. Er hat 2 Geschosse. Eigenschaften. Ah, Enchantung immer noch nur 1. Wo ich dann. So. Ja. Ein 3 zu 2. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, du rutschst zurück. Du gehst dahin hinein. So, er kann nicht dahin. Er kann auch nicht da rein. Das heißt, du bleibst mal dort. Du kannst da hineingehen. Das heißt, ziehe ich dich nach dort. Du kriegst dein Upgrade. Du auch und du auch. So. Ne, den kriege ich nicht. Das heißt, ich schieße da nochmal hier. Na. Eins zu zwei, jawohl. Du kriegst ein Upgrade. So, du wirst verlegt. Einerseits habe ich hier die Position, wo ich gerne hin möchte, und andererseits brauche ich hier dringend Truppen, um hier quasi auch nach vorne zu kommen. Das heißt, und hier muss ich sichern. Das heißt, du wirst erstmal hierhin verlegt. Du wirst auch verlegt. Und zwar nach
hier in den Hafen. Eigentlich würde ich dich auch noch gern verlegen. Du kommst raus, du kommst dann diese Richtung, du hast angegriffen. Hier oben bräuchte ich noch mit meiner neuen Einheit. Nach da. So. Dann Forschung. Infanteriewaffen sind am Forschen. Du bist maximal Führungskontrolle, Infanterieführung am Forschen. Bei dir war Grabenkrieg fertig. Das heißt, da kann ich noch was reinpulvern. Hier könnte ich auch nochmal Grabenkrieg reinsetzen. Artillerie war durch, Luftkrieg wird geforscht, ja, ein bisschen unfreiwillig, aber es läuft halt, Panzerkrieg und Panzerentwicklung. Das sind jetzt so die beiden Punkte, die ich jetzt als nächstes definitiv angehen werde. So, da kommen nochmal 100 rein und bin auf Maximum. 45, kommt da noch ein Punkt rein. Das heißt, dass es hier auch noch irgendwann Panzer gibt. So, dann kaufen. Frankreich. Ich brauche Kurs. Im Januar kommen die. Marine kann ich mir keine kaufen, Gebirgsjägerkorps wäre natürlich noch schön, aber Befehlshaber kann ich mir keinen mehr leisten, dann heißt 172. Hole ich mir noch wieder mal ein. So, jetzt habe ich noch 300. Kaufen mit England. Ich kann in Griechenland, kann ich mir einen Chor kaufen. Und eine Artillerie. Eine Abteilung im Januar. So. Du hast repariert, du hast noch repariert. Und ja, Nancy ist ungern. Gasgranaten. Ja, das ist. Aber in nächster Zeit steht vielleicht noch Produktionstechnologie an. Aber hier sieht es erstmal mau aus. Braucht mehr Geschosse. Aber wie gesagt, jede Runde eine Einheit ist schon mal was. Du wirst jetzt verstärkt. Und du auch. Und wo habe ich das andere U-Boot? Ah, den Rest muss ich mal schauen. 200 kaufen. Aber Forschung müsste ich auch noch mit denen. Von Kriegsführung, Führungskontrolle ist noch, Artilleriewaffen ist noch ein mehr. Ja. Und noch 148.
Bisschen Logistik, ja, oder. Warten wir ab, vielleicht muss ich was reparieren. So, der gute. Zu 2. Der ist auch auf Versorgung 2 runter. Das wird eher noch immer schlechter für ihn. Meine Versorgung ist jetzt auch auf 2 runter. Das heißt, ich muss hier auch mal was gegen tun. Dass man hier unten mal na na komm du gehst nach da, du gehst nach da. Jawohl. So. Ah, schade. Da komme ich jetzt gerade nicht rein. Aber man hat schon mal einen Rückzugspunkt. Und das Ziel ist in Reichweite. Artillerie wäre hier gut. Um hier mal ein bisschen. Ja, die sind halt maximal verschanzt. Ich repariere hier mal. Und dann sieht das ganz gut aus. So, die nächste Problemfront. Er wird auch repariert. Jetzt habe ich noch 94 übrig. Kann ich irgendwas kaufen mit Italien? Nein. Kann ich irgendwas forschen mit Italien? Ja, ein bisschen Grabenkriegsführung wäre gut. Und den Rest spare ich mir. So. Ach, shit. Ja. So. Du gehst mal hier zurück. Du bleibst dort stehen. Du gehst hier hin. Und du kannst dich noch hier verschanzen. So. Nicht irgendwo noch da. Auf einen Truppentransporter. Dafür muss das erstmal gescoutet werden. Dann kann er bis. Mal den da. Panzerkreuzer. Bis dahin fahren. Das heißt, dann könnte er hier hoch sich hier verschanzen und dann hätte ich in Thessaloniki hätte ich da noch jemanden stehen. So, gucken wir mal. Da sieht nämlich dann alles frei aus. So, also ab auf den Truppentransporter. Ja. So, du gehst nach hier. Ja, muss alles mal geschaut werden. So, jetzt stehst du hier im Hafen, das ist gut. Das heißt, du kommst danach da. Musst dich hier schön verschanzen. Du gehst mal hier rein und
sorgst hier mal für erst einmal für Ruhe und für Ordnung, dass hier immer quasi immer nichts passiert. Ihr zieht euch da zurück. Du wirst noch mal Kann ich ihn hier verstärken? Der hat da niemanden mehr stehen. Ach schade, ich hätte hier gehen müssen und dann da raus, ja. Das war doof. Das war dumm von mir. Das war echt dumm. Das war echt doof. Aber, ach scheiße. Na egal, so ist es. Entschuldigung, ich darf nicht fluchen. Und hier müssen wir mal gucken. Brünneck wird wahrscheinlich nur so eher halt relativ gut verschanzt sein. Ich brauche dringend Artillerie. Engländern, Italienern und eigentlich von allen anderen auch. So. Du verlegst dich auch dann schon mal hier runter. Mal gucken, ob mal. Sophia kriegen wir nicht. Aber vielleicht kann man ja hier ein bisschen rumspielen. Wenigstens hier halten. Vielleicht werden wir wirklich ein bisschen Artillerie bekommen und irgendwie noch halt so ein bisschen Einheiten. So. Stelle mal auf Maximum verstärkt. 54 habe ich noch übrig. So, das war's. Hier wird auch keiner reingehen. Ach, kein Geld mehr. So. Nö, ich werde hier nicht reingehen. Der soll hier ruhig nach vorne stiefeln. So, da steht die Artillerie noch besser. Weil dann habe ich nämlich die drei Einheiten schön unter der Kontrolle. Das heißt, wenn er hier Espinal angreift, quasi kann die Artillerie noch schießen. Und dann ist das eigentlich soweit in Ordnung. So, ihr bleibt da, ihr bleibt da, ihr bleibt da. Ihn muss ich mal schauen, ob ich... ob ich ihn nächste Runde da rauskriege. Meine Bereitschaft wird immer weniger. Die Verschanzung kann man dann auch mal ein bisschen minimieren. Dann gucken wir mal. So, was haben wir denn da? So, da ist schon mal niemand mehr. Ja, die plündern da irgendwo. So. Und du gehst Richtung Südatlantik. Ja.
haben wir das auch, das erledigt. Das verschanzt. Zwei. Du bleibst mal dort. Du bleibst da. Da steht ein Rebellenschiff. Und dann bräuchte ich natürlich noch so, bin soweit fertig. Russland hat noch ein bisschen Geld übrig. Das heißt, da könnten wir uns theoretisch nochmal eine neue Einheit gönnen. In Russland. Versuchen mal noch ein Infanteriewaffen 1. Kommt dann im Januar. Produktion ist wirklich nicht sehr groß. Forsch noch zu viel. Aber wie man sieht hier, das bindet doch noch eine ganze Menge Truppen, was er hier so aufwenden muss und wo es hier quasi. Na, Russland hat noch nicht aufgegeben. Wir sind noch bei 30% und ja. Er hat schon mal die Angriffe nicht und hatte nur auf den. So. So, aber sonst habe ich hier. Ja. Dann. Beende ich die Runde. 3 von 8 Geschosse. Vielleicht kann ich nächste Runde da mal hier ein bisschen auch mal agieren. Alles klar, dann Zug beenden. Ja. So, Siegkrieg erschränkt die deutsche Moral. Aussicht von Unterstützung Thessalonik gestärkt das serbische Moral. So, USA protestieren gegen den Seekrieg. Ja, so, wir fahren in Richtung Persischen Golf. So, dann ungarische Saboteure verüben Anschläge. Autsch. Mittelmächte. Oh, er kriegt wahrscheinlich ein bisschen Schaden wegen dem Wetter. Vereinigte Königreich Infanterie Stufe 3 und Industrietechnologie Stufe 3. Da oben ist Winter, wir haben schon mal 439, wir kriegen ein bisschen Geld dazu, das ist schon mal sehr gut. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen, schaut mal Mr. West rein, ich muss unbedingt jetzt meine Armeen ein bisschen aufbauen, mehr Einheiten kaufen, meine Fronten mal versuchen ein bisschen zu halten, bis jetzt komme ich ja noch keinen Schritt voran, ich töte ihm zwar ab und zu mal immer wieder eine Einheit, das ist aber im Endeffekt viel zu wenig. Ich muss mehr Druck haben und ich brauche halt Puna, da bei Italien die Ecke und von da kann ich halt wirklich gut vorstoßen und Italien muss irgendwie halten, aber viele Fronten, viele Aufgaben und noch viel Spaß. Alles klar, dann ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, tschüss.